Tag. Guten Tag. Kann ich etwas für Sie tun? Ich habe einen Balkon, den ich gerne bepflanzen möchte. Denken Sie an eine bestimmte Blumenart oder möchten Sie eine gemischte Bepflanzung? Och, ich hätte es gerne möglichst bunt und lebendig. Ja, da würde ich Ihnen als Grundstock Geranien empfehlen und dazwischen vielleicht Pantoffelblumen und Männertreu. Oder Sie nehmen etwas ganz anderes, gemischte Verbenien. Ach, die hatte ich im vorigen Jahr. Damals hatte mich so ein reizender älterer Herr beraten, Herr Amborn. Den reizenden älteren Herrn gibt's nicht mehr bei uns. Es ist ihm doch hoffentlich nichts passiert. Das wissen wir nicht. Aber das kann gar nicht sein. Vor 3 Tagen war er doch noch so gesund und munter. Woher wissen Sie das? Ich habe mich mit ihm unterhalten. Einen ganzen Nachmittag lang. Das ist unmöglich. Das muss eine Verwechslung sein. Aber nein! Er hat mir von seiner Gärtnerei erzählt. Und von seinen Enkelkindern. Und von Ihnen. Sie sind doch seine Frau. Aha. Ich soll Sie schön grüßen. Ja, und wo soll diese Unterhaltung stattgefunden haben? In Mexiko. An meinem letzten Urlaubstag. Mein Gott. Anita! Komm doch mal! Am nächsten Morgen hat er mich sogar noch zum Flugplatz begleitet. Ja, was ist denn? Die Dame hier hat Papa getroffen. In Acapulco. Auf der Strandpromenade. Was? Und wie geht's ihm denn? Ja, wie geht's ihm? Na, wenn man in Acapulco Urlaub macht, dann kann's einem nur gut gehen. Hat er gesagt, dass er dort Urlaub macht? Er hat gesagt, es wäre seine erste große Reise. Und wenn er sich nicht mit Gewalt von zu Hause losgerissen hätte, dann wäre mit Sicherheit nie was draus geworden. Hat er Ihnen auch gesagt, wenn er wieder zurückkommen will? Na ja, sobald sein Urlaub zu Ende ist. Und wir haben hier vor Kummer und Sorgen kein Auge zugekriegt. Na, seinen kleinen Kummer hat er auch gehabt, dass er ohne sie Ferien machen musste. Ich glaube, dass sie ihm sehr fehlen.